Ja, hallo und herzliche Grüße und guten Morgen heute am Mittwochmorgen. So schön, dass du wieder dabei bist, um mit uns zu meditieren. Heger richtet noch sein Haar, sieht alles gut aus. Und ja, ich sehe, es sind noch nicht alle da, die wir jetzt erwartet haben, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, nach und nach werdet ihr dann schon eintrudeln. Genau, ich wollte nochmal explizit einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Wir haben so wirklich so ergreifendes, schönes Feedback bekommen von euch und so tolle E-Mails und sogar ein richtig schönes Video. Und da wollten wir nochmal Danke sagen, weil das sind die Sachen, die uns total motivieren, das zu machen, was wir machen, die uns dranbleiben lassen. Und auch wenn jetzt gerade man diese Distanz hat und nur online in Kontakt ist, auf diese Art und Weise, wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Und ja, wir haben gerade uns ein Video angeguckt, was uns so richtig gerührt hat. Und danke, Anita. Und euch anderen auch. Gut, dann geht es auch los. Heute Mittwoch, ich habe wieder ein Zitat, einen Impuls dabei, wieder von Buddha. Das wird die Buddha-Woche. Es nützt nichts, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut. Und ich finde, das passt gut an einen so einen Morgen wie heute, weil es ist alles offen. Es liegt uns alles zu Füßen. Ein wunderschöner Sommertag steht bereit und wartet darauf, von uns gefüllt und gelebt zu werden. Und sehr, sehr viel liegt einfach in uns, was wir daraus machen können. Genau. Und in dem Sinne, lasst uns anfangen. Bringe erstmal deine Aufmerksamkeit in deinen Körper. Beginne deine Hände zu kreisen. Ganz achtsam und ganz liebevoll. Vielleicht auch mit dem Gedanken des freundlichen Aufweckens deines Körpers. Und dann recke und strecke dich. Ganz sanft, ganz vorsichtig. Und beginne, deine Schultern zu kreisen, von vorne nach oben, über hinten und unten. Genau so. Und zwar atme durch die Nase tief und vollständig ein, während du die Schulter nach oben kreist und durch den Mund ganz entspannt aus, während du die Schulter nach hinten und unten kreist. Und richte dich auf. Lasse deine Brust ganz weit werden, sodass du frei atmen kannst. Und dann, wenn du es nicht schon getan hast, schließe deine Augen ganz bewusst, kehre von außen nach innen. Sitze aufrecht, gut geerdet. Wirbel auf Wirbel. Schultern entspannt, dein Kiefer, dein Kinn entspannt. Und konzentriere dich auf deinen Atem. Spüre, wie die frische Luft durch deinen Atem in den Körper fließt. Und wie die verbrauchte Luft deinen Körper verlässt durch das Ausatmen.
Spüre in deinen Körper hinein. Wie fühlst du dich heute Morgen? Was ist wahrnehmbar? Wie ist deine Stimmung heute Morgen? Dann nimm 2, 3 ganz tiefe Atemzüge durch die Nase ein und mit einem Seufzen aus. Lass los, was noch an Müdigkeit und auch was an Anspannung in dir ist. Dann deinen Atem ganz natürlich fließen. Und wenn du möchtest, dann drehe deine Handflächen nach oben auf Empfang. Energie, Kraft, Verbundenheit der Welt, deiner Umwelt, dem Großen und Ganzen. Denke dir bei jedem Einatmen das Wort Lass und bei jedem Ausatmen das Wort Los. Lass los. Alles, was nicht du bist. Let go. Vielleicht möchtest du dir vorstellen, dass du auf einer wunderschönen Wiese sitzt, an einem wundervollen Morgen, so wie heute. Die Sonne geht vor dir auf. Und die Sonnenstrahlen erreichen dich. Empfängst diese wundervolle Morgenenergie.
eine wunderschöne Blume, gut geerdet, gut versorgt. Von der Sonne geküsst. Das Gesicht der Sonne zugeneigt. Aufrecht. Und dabei ganz gelassen. Einem inneren Lächeln. Atme und lass sein. Vielleicht kannst du das ein oder andere Vögelchen zwitschern hören. Vergnügt und frei. Spüre in deinen Bauch hinein, wie sich hier mehr und mehr Kraft und Energie sammeln. Energie und Kraft. Gutes Bauchgefühl, eine gute Intention, ein strahlendes Leuchten, das aus dir herausdringt. Lege eine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf deine Brust und verneige dich. Vor dir selbst, der Natur, dem Leben. Spüre deinen Herzschlag. Thank you.
Und dann vertiefe deinen Atem. Bereite dich vor auf den Tag, auf das, was jetzt kommt. Gib dir ganz sanfte Bewegungen. Dankbarkeit, Respekt, Respekt und Dankbarkeit. Und dann, wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, vielleicht ein bisschen blinzelnd und komme wieder an in dem Raum, in dem du dich befindest und blicke dich hier um, deiner Umgebung. Dein Tag liegt vor dir und ich und wir wünschen dir alles Gute, einen wundervollen Tag und wir freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist, um 8.30 Uhr zu unserer Morgenmeditation. Herzlich liebe Grüße, alles, alles Gute.